wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt und du wachst nachts auf aus deinen Träumen, doch da ist niemand, der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, dann halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Hallo, könnt ihr alle hören, was ich singe? Denn ich lese hier im Chat, es gibt Tonprobleme hier und da. Oder hört ihr mich? Dann schreibt es in den Chat. Wenn ein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Alles klar, ja, vielen Dank. Ich lese jetzt auch, es ist alles in Ordnung mit dem Ton überall. Vielleicht ein bisschen viel Hall, so, ich drehe mal runter. Herzlich willkommen zum dritten fabulösen Tommy Finke Streaming-Konzert und Dankeschön. Hier bin ich wieder mal und heute präsentiert vom Scala Kulturspielhaus in Wesel. Und da habe ich einen der lustigsten Auftritte meiner ganzen Laufbahn gespielt mit Hannes Weiland. Wir hatten uns nämlich vorher abgesprochen, dass wir uns auf der Bühne gegenseitig beleidigen und sowas. Und das haben wir dem Publikum natürlich nicht erzählt. Und ich fürchte, die haben hinterher gedacht, wir hassen uns richtig. Wir hatten eine Menge Spaß. Das Scala Kulturspielhaus ist einer dieser Orte, die richtig cool sind. Und alle diese Orte, die Kleinen, haben gerade Probleme, so wie auch wir. Wir KünstlerInnen. Wenn ihr also was spenden wollt, ich habe hier, ich weiß nicht wo, ich habe es irgendwo eingeblendet, ihr braucht aber nichts geben, wenn ihr schon was gegeben habt. Ich weiß, beim letzten Konzert habt ihr so viel gegeben und beim Konzert davor, ich kann mich nur bedanken dafür, das hilft mir wirklich. Und ich mache heute mal was, was ich lange nicht gemacht habe. Ich habe gerade was gecovert von Rio Reiser, respektive von Tonsteine Scherben, einer meiner Lieblingsbands und Einflüsse, die ich habe. Rio Reiser ist der größte Texter für mich, noch vor Udo Lindenberg und anderen. Und deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Und ansonsten habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet. Und ich möchte jetzt mal was spielen, was ich lange nicht gespielt habe. Und damit ihr aber wisst, wie das alles funktioniert, ich habe hier noch eine Kamera mir besorgt. Ja, ich muss mal kurz das Programm wechseln, damit ich selber sehe, was ich hier tue. Also, ich habe hier meinen Gitarrentreter-Kram. Ja, also hier ist mein Looper, das Ding, was da so blinkt. Ihr könnt das da, hier ist der Bildschirm, wo ihr euch das angucken könnt. Also das ist der Looper, da muss ich drauf treten, damit Sachen loopen. Hier sind meine anderen Effekte, die machen, dass die Gitarre so ein bisschen wie ein Chor klingt und so. Und hier habe ich den Beat für alle Fälle.
Man weiß nie, wann man einen Beat braucht. Und hier läuft der Stream mit eurem Chat und hier habe ich Lichter aufgestellt und so. Und ja, so sieht das aus. Ich mache also eine ganze Menge mit den Füßen und ich habe da gesessen jetzt die Tage und dachte, meine Fresse, ich habe so viel schon gespielt. Ich möchte mal was richtig Altes wieder machen und deswegen mache ich jetzt was richtig Altes. Vielleicht erkennt ihr es. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Der Trick ist nämlich folgendes. Ich muss jetzt mit einem Looper hier das Klavier einmal loopen, weil der Song hat so ein Klavierintro. Ich hoffe, dass das klappt. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe das gestern Nacht noch programmiert, als die Familie geschlafen hat. Okay, super. Das Klavier läuft schon mal weiter. Die Gitarre. Meine Augen sind müde und mein Kopf ist schwer. Meine Beine sind träge und meine Hände leer. Ich bin 1000 Meilen gerannt, um zu dir zu kommen. Alle meine Träume hast du mir genommen. Und du weißt, wie ich geh, da sind Steine im Weg. Alles, was ich tu, war dir nie genug, nur ich tu. Ich hab Wind in den Haaren, ich hab Sand in meinen Schuhen. Ich renne jetzt schon seit Jahren, wann komm ich endlich zur Ruhe? Ich bin 1000 Meilen gerannt, um dich einzuholen. Aber alles, was ich von dir sehe, sind die Spuren von deinen Sohlen. Und du weißt, wie ich geh, da sind Steine im Weg. Alles, was ich tu, war dir nie genug, nur ich tu es gut. Und du weißt, wie ich gehe, da sind Steine im Weg. Alles, was ich tu, war dir nie genug, nur ich tu es gut. Oh,
1000 Meilen. Ja, 1000 Jahre nicht gespielt. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich was spielen. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber es war ja abzusehen, das Schauspiel Dortmund, für das ich so lange gearbeitet habe, hat... Hey, danke für die Klatscher. Von Leuten, die ich auch gar nicht kenne. Dankeschön. Ich habe ja so lange am Schauspiel Dortmund jetzt gearbeitet und generell hat das Ensemble da unter Kai Voges 10 Jahre was auf die Beine gestellt, was wunderschön war. Und jetzt können wir keinen richtigen Abschied machen, weil wir keine Veranstaltung mehr im Haus stattfinden lassen können. Und damit fällt auch mein Abschiedskonzert am 22.05. aus. Und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und ich habe eine Menge Musik geschrieben in all den Jahren, aber ich erinnere mich an ein Stück, was ich als allererstes geschrieben habe, oder zumindest der erste Song, den ich geschrieben habe für Schauspiel Dortmund, noch vor der Deichshow, und zwar für das Stück Kaspar Hauser. Das haben Alexander Kerlin und Thorsten Biehege damals inszeniert mit dem Sprechchor. Der große Dortmunder Sprechchor, eine Masse von lieben Leuten, die ich sehr schätze. Und die haben das dann gesungen. Und leider sind die jetzt alle nicht hier. Aber ich möchte es trotzdem spielen. Das ist aus der Sicht von Kaspar Hauser, der sich nicht zugehörig fühlt. Und heißt Brüder und Schwestern. Ich wünschte, ich hätte eine Mutter wie die Sonne warm. Und wenn ich einmal traurig wär, hielt sie mich fest im Arm. Ich wünschte, ich hätte einen Vater wie der Mond so hell. Und wenn er mich mal tadelte, umarmte er mich schnell. In dieser Nacht sind Sterne für mich wie Brüder und Schwestern nur weit weg. In dieser Nacht sind Sterne für mich wie Brüder und Schwestern nur weit weg. Ach bitte könnt ihr mich nicht adoptieren, ich wär so gern ein Himmelskörper, so wie ihr. Die Menschen sind mir fern. Ich träum mich in den großen Wagen, um damit zu fliehen. Der Kasper leuchtend über allen, die ihn nicht verstehen. In dieser Nacht sind Sterne für mich wie Brüder und Schwestern nur weit weg. In dieser Nacht sind Sterne für mich wie Brüder und Schwestern nur weit weg. Mit beiden steh ich fest auf diesem Erdenrund. Doch stelle ich zu viele Fragen, heißt es halt den Mund. Ich würde gerne, wenn es ging, für immer mit euch ziehen. Oder was noch schöner wär, gemeinsam zu verglühen. In dieser Nacht sind Sterne für mich wie Brüder und Schwestern nur weit weg. In dieser Nacht sind Sterne für mich
wie Brüder und Schwestern, nur weit weg. Das war Brüder und Schwestern. Vielen Dank. Mir ist zwischendurch mein In-Ear rausgefallen. Das ist ganz wichtig, dass ich mit In-Ear spiele. Sonst müsste ich alles super laut machen und dann würden meine Nachbarn wahrscheinlich durchdrehen. Ich meine, die Nachbarn unter mir, die gucken das wahrscheinlich gerade wieder, aber die Nachbarn darunter, die drehen durch. Okay, ja. Als nächstes möchte ich einen Song spielen, den ich auch ewig nicht gespielt habe. Und ja, gern geschehen. Ich sehe hier gerade, danke, toller Song. Ihr könnt das ja hier, nee, da, genau. Da könnt ihr das, oder hier, ne? Also hier drunter, da könnt ihr das mitlesen. Ich habe den Chat hier mit eingebaut, damit alle wissen, worauf ich denn da überhaupt die ganze Zeit antworte. Das sollte letztes Mal auch funktionieren, hat es aber nicht. Aber ich lerne hier eine Menge dazu. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr spenden. Und erstmal vielen, vielen Dank an Scala, wo ich gerne dann in Real auch wieder spiele, wenn es denn irgendwie geht. Und die machen gerade eine ganze Menge. Hier tritt, glaube ich, jeden Tag jemand für die auf. Und auch im Scala selbst mit ganz viel Abstand. Ich habe da Bilder gesehen, da wird dann die Bühne benutzt, aber es steht keiner drumherum. Sieht ein bisschen creepy aus, aber ich traue mich hier einfach nicht raus. Ich bin der Hypochonder. Oh, die Karin. Hi. Cool. Und genau, den nächsten Song habe ich geschrieben, da war ich ungefähr 18 oder so und der hat nichts von seiner Brisanz verloren. Ich finde ihn immer noch sehr schön, aber ich spiele ihn sehr selten, weil ich irgendwie denke manchmal, also es sind so ein paar Textstellen, wo ich denke, so, das kannst du einfach nicht mehr, das kannst du nicht mehr singen, aber ich singe es trotzdem. Der Tag schien längst nicht mehr zu retten. So ne Sonnenschein. Dann stehst du plötzlich wieder vor mir im allerschönsten Kleid. Der Regen wälzt dir deine Haare. Das mochtest du noch nie, nein. Und wenn du schon mal vor der Tür bist, komm doch bitte rein. Im Herbst, da fallen die Blätter, im Winter fallen wir. Ein bisschen Bier and Loafing in Las Vegas. Ein bisschen du und ich allein zu zweit. Ein bisschen Beat, Musik von gestern. Oder lass es was Modernes sein. Ein bisschen Bier and Loafing in Las Vegas. Und eine gute Flasche Wein. Oder zum Nachtisch deine Unschuld. Oder lass es was Besonderes sein. Hi Rachel. Du fragst mich, was ich jetzt so mache. Im Hintergrund Musik. Ich frag mich insgeheim ganz leise,
ob ich dich damit krieg. Und wir reden über deine Augen. Siehst jünger aus, als du bist. Ich machte gerne einen Kaffee oder Tee, während du für mich strippst. Ja, im Herbst, da fallen die Blätter, im Winter fallen wir. Ein bisschen Bier and Loafing in Las Vegas, ein bisschen du und ich allein zu zweit, ein bisschen Beatmusik von gestern. Oder lass es was Modernes sein. Ein bisschen Bier and Loafing in Las Vegas und eine gute Flasche Wein. Oder zum Nachtisch deine Unschuld. Oder lass es was Besonderes sein. Whoa, whoa, whoa. Hi, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Sorry, ich war da gerade so drin. Das war Beer and Loafing in Las Vegas. Ein sehr altes Lied von mir auch. Genau. Und ich würde heutzutage nie wieder jemanden auffordern, für mich zu strippen. Es ist keine Aufforderung, aber ich schreibe einfach keine Lieder mehr über Leute, die für mich strippen. Das mache ich nicht mehr. Vielen Dank. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Sinn diese Streaming-Konzerte für euch noch machen oder ergeben, vielmehr ist ja das richtige Deutsch. Ne? Aber hey, Katrin Gelfink, super Künstlerin, danke, dass du da bist, schön. Ich weiß nicht, wie viel Sinn diese Streaming-Konzerte für euch noch ergeben. Ich meine, irgendwann ist man da wahrscheinlich total übersättigt, aber mir macht das Spaß, weil ich kann total viel üben hier für mich bei dem Streaming-Konzert. Ich kann Sachen spielen, die ich nicht so häufig spiele und das nächste Stück ist auch eins, was ich am Theater gespielt habe. Und wir
Wir haben da dieses Stück gemacht, die Borderline-Prozession. Wir haben in der Halle Häuser aufgebaut, also eine Landschaft aufgebaut. Es gab eine Grenze in der Mitte. Es gab links eine Seite von Leuten, die rein wollten, und rechts eine Seite von Privilegierten, die halt schon da waren, und Konflikte. Und man kann das eigentlich alles gar nicht in Worte fassen. Aber das Stück lief 3,5 Stunden und die ganze Zeit lief Musik. Und immer zwischendurch... Ja, danke. Ich finde auch, Streaming-Konzerte machen Sinn. Für mich auf jeden Fall. Und das Stück habe ich letztes Mal schon gespielt beim Streaming-Konzert, aber ich würde es gerne nochmal spielen, weil ich es auch noch üben muss und weil es mir was bedeutet. In a Manner of Speaking von Tuxedo Moon. Die meisten Leute kennen, glaube ich, nur die 90er-Jahre, 2000er-Version von Nouvelle Vague, naja, so Easy-Listening-Zeug, aber das Original ist schön. Genau, und deswegen versuche ich das mal. In a manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. So in a manner of speaking, I don't understand how love and silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words. Give me the words. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In the life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Thank you.
das war nicht von mir, sondern von Tuxedo Moon, einer wunderbaren Band mit wunderbarem Klang. Ja, ihr könnt euch auch Lieder wünschen, solange die nicht von meiner mittlerweile nicht mehr verfügbaren Band Hummelgesicht sind. Und des Weiteren möchte ich... dann sag Elvira mal einen schönen Gruß zurück. Genau. Des Weiteren möchte ich natürlich sagen, dass ich ab Mitte des Jahres arbeitslos bin, weil mein Intendant nach Wien geht. Also wenn ihr Jobs habt, immer her damit. Wir brauchen alle Jobs. Ansonsten spendet hierhin zu paypal.me Retter des Rock. Retter des Rock Records ist mein Plattenlabel. Und ich glaube, ihr müsst Spende dazu schreiben, sonst dreht meine Steuerberaterin irgendwann durch. Aber ich freue mich wirklich über alles. Und wenn ihr nicht spendet, ist auch nicht schlimm. Es gibt genug Künstlerinnen und Künstler, die eure Hilfe brauchen. Und wenn ihr es selber mehr braucht, dann behaltet es einfach. Wir haben gerade echt komische Zeiten. So ist es halt. Sandy wünscht sich schon wieder Bratwurst. Das ist unglaublich. Also den Song. Vielleicht. Ich mach mal was anderes vorher noch. Thomas, du hast alle Hummelgesicht-Demo-CDs, die es gibt. Bitte, könntest du die bitte verbrennen? Bisschen verstimmt darf sein, aber nicht zu sehr. Das war kein Reisdorf-Kölsch, das war Frühkölsch. Und das auch nur, weil irgendwas muss ich ja trinken in der Quarantäne. Kann ich euch übrigens mal zeigen. Ich habe hier diesen kleinen Apparat. Warte mal. Da, den hier. Diesen Freeze hier. Und wenn ich da was auf der Gitarre plünge mache, warte. Und jetzt läuft das ewig weiter und macht die Musik im Hintergrund schön. Stop the Clocks auf Englisch kann ich nicht auswendig. Das kann ich einfach nicht auswendig. Ich spiele jetzt erstmal das hier. Oder sollte ich das... warte mal. Braucht den Ton höher und schöner. Lukas liebt Lisa. Lisa liebt Tom und Tom liebt vielleicht wen, der noch kommt. Und Corinna liebt Freiheit und ich nur mich selbst, sagt sie mir, während alles nur verschwimmt. Und ich seh nicht mehr, was kommt. Ich krieg's nie wieder hin. Auf einem Auge blind
dem anderen unbestimmt. Die einen sagen so, die anderen lieber nichts, wer mir das glauben soll. Das hatte keiner so gewollt. Und Lukas liebt Lisa und Verena liebt Musik und Jens auch, wenn gerade keiner guckt. Und die Blicke treffen immer nur die falschen Leute hier. Leere Herzen in der Kortumstraße 2-4. Und die Tage ziehen ins Land, die Wolken brechen auf, das Glück fest in der Hand, dann mit dem Hammer drauf. Und du schlägst, bis einer weint, doch hier weint lange keiner mehr, der mitgehangen hat. Hat's mitgefangen, endlich satt. Dodo, 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 dodo. Und ich seh nicht mehr, was kommt, ich krieg's nie wieder hin. Auf einem Auge blind, dem anderen unbestimmt. Die einen sagen so, die anderen lieber nichts, wer mir das glauben soll. Es hatte keiner so gewollt. Borderline Betty, bitte küss mich nicht. Borderline Betty, da ist Besseres in Sicht. Wieso sagst du nie nein? Wie schwer kann das denn sein? Wo jeder weiß, manchmal reicht auch an vielleicht. Das Mädchen, das ich kannte, kennt sich selbst nicht mehr. Falsche Leute, falsche Daten und ich renn hinterher. Und die Tage kommen und gehen und du weißt nichts davon. Gott sei Dank hast du heute alle deine Pillen genommen. Borderline Betty, Borderline Betty. La 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 la. Borderline Betty, sind wir wirklich, wer wir sind? Borderline Betty, hast du zu Hause nicht ein Kind? Schneide tief in den Arm, wenn du blutest, wird's warm. Und im nächsten Augenblick brichst du mir mein Genick. Aber immer machst du das, was du am besten kannst, indem du immer mit dem allerletzten Penner tanzt und dich dann wunderst, für all die blauen Flecken kommen. Gott sei Dank hast du heute alle deine Pillen genommen. Borderline Betty, Peppermint Patty, la 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 la. Oh,
Und wenn die Sonne untergeht, dann ist es längst noch nicht so spät. Du wolltest das nicht haben, auch wenn es alle sagen. Aber du glaubst mir nicht, doch da ist Besseres in Sicht. Da ist Besseres in Sicht, da ist Besseres in Sicht. Das war Borderline Betty. Man darf echt nicht so viele Sachen auf einmal machen. Ihr könnt den englischen Text singen, ich kann den englischen Text nicht. Vielen Dank. Ein neuer grauer Tag und alles schmeckt fad, mein Freund. Aha. Aber du musst nicht alles schlucken, nur weil du den Mund aufmachst. Die anderen sind die Zombies, aber du lebst in der Nacht. Halt alle Uhren an, her kommt der Masterplan. Wenn du nicht weiterkommst, fang ganz von vorne an. Und halt alle Uhren an, ein Junge wird zum Mann. Liebst du, was du siehst, kriegst du, was du gibst. Was du gibst.
stop the clocks. Halt alle Uhren an, hier kommt der Masterplan. Wenn du nicht weiterkommst, fang ganz von vorne an. Und halt alle Uhren an, ein Junge wird zum Mann. Lebst du, was du siehst, kriegst du, was du gibst. Oh. Stop the clocks, stop the clocks. Stop the clocks, stop the clocks. Vielen Dank. Sandy hat sich was gewünscht. Ja, Frank, ich weiß, das hat was damit zu tun. Frank sagt gerade, die Bilder sind ein bisschen asynchron. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich eine Kamera läuft über ein iPhone, die andere Kamera läuft über den Rechner selber und die dritte Kamera ist eine... So eine richtige Fotokamera, die ich in den Rechner reinprügele. Und die haben alle unterschiedliche Latenzen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man mit einem Raumschiff telefonieren will, was Richtung Sonne fliegt. Da muss man erstmal 8 Minuten warten, bis die Nachricht hinkommt. Und dann nochmal 8 Minuten, bis sie zurückkommt. Also 16 Minuten. Genau. Ist manchmal ein bisschen schwierig. ja, aber Sandy hat sich ein Lied gewünscht. Eins, was ich sehr gerne spiele. Eins, was ich sehr gerne spiele. Lose, lose, lose. Geil, dieses DJ-Zeug, ne? So. Das Lied handelt davon, wie ich, weil ich ja mit der Musik nicht so wirklich erfolgreich bin, eine Kneipe aufmache. Und der Sänger einer meiner Lieblingsbands, Robert Smith von The Cure, kommt in meine Kneipe. Und der Song heißt Robert Smith in meiner Kneipe. Und der ist sehr traurig. Ich hoffe, ihr könnt damit umgehen. Ich schwitze mir hier übrigens einen Ast. Ne? Ich habe ja 1000 Scheinwerfer hier an und alles. Aber läuft. Seid ihr bereit für Robert Smith? Ihr müsst dann immer... Oh, Elvira wünscht sich Revolution. Das mache ich auch noch. Aber jetzt erstmal Robert Smith in meiner Kneipe für Sandy. Nach Kneipe müsst ihr immer Kneipe rufen. Ich hoffe, das geht klar, ne? Eins, zwei, drei, vier! Du sagst immer, wer nichts wird, wird, wird. Und ich bin Wirt geworden, mein Schatz. Und an meinem Tresen sitzt heute ein Mann, bei dem alles vor Neid erblasst. Robert Smith in meiner Kneipe. Ich geb ihm einen aus, weil früher war ich hier noch gut. Und darum gebe ich ihm einen aus. Wir reden über Haarspray, Lippenstift und Koks, seine erste Platte, Gitarren sowieso. Dann fängt er an zu weinen, sagt, er wollte nie so werden. Und alle meine Gothic-Träume fangen an zu sterben. Robert Smith in meiner Kneipe. Ich geb ihm einen aus, weil früher waren The Cure noch gut. Und darum gebe ich ihm einen aus, Bass-Solo. Besser mit Bass, tatsächlich. Ich geb dem armen Robert noch ein allerletztes Bier. Dann sag ich ihm, hey, du siehst heute aus wie ein Vampir. Dann lächelt er zu viel und sagt, hey Tommy, du bist echt okay. Aber leider kann ich mich noch im Spiegel gut sehen. Robert Smith in meiner Kneipe. Kneipe! Ich geb ihm einen aus, weil
Früher waren The Cure noch gut und darum. Früher waren The Cure noch gut und darum. Früher waren The Cure noch gut und darum gebe ich ihm ein Haus. Bitte, Sandy. Es ist immer total strange, weil wenn man damit so einem Lied vorbei ist und es kommt kein Applaus, dann denkt man immer, man hätte was falsch gemacht, aber es kommt einfach kein Applaus. Ne? Guck mal, das ist meine Gitarre. Und das Bild hier von der Kamera, das ist die absolute Verzögerung. Jetzt bin ich an den Knopf gekommen. ja, für Elvira kommt jetzt die Revolution. Und das ist auch mein letztes Lied für heute, denn ich sollte eigentlich nur 45 Minuten spielen und ich habe jetzt schon fast eine Stunde wieder zusammen. Vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt, vor allen Dingen, dass ihr schon wieder zugeguckt habt. Und ich freue mich besonders über die Leute, die zugeguckt haben, die ich noch nie gesehen habe, die jetzt über die Scala-Facebook-Seite zugeguckt haben. Das ist ein unheimlich unterstützenswerter Laden und ich freue mich sehr, wenn ich da bald wieder spielen kann in echt und dann kommt bitte vorbei. Und wenn ihr was spenden wollt, spendet. Wenn nicht, nicht. Es ist alles okay. So ist das auf der Welt gerade. Um das nochmal einmal zu klären, was ich jetzt machen werde. Ich spiele ein Lied, da ist so unheimlich viel dabei, aber es will niemand mehr bezahlen, wenn ich mit Band auf die Bühne gehe. Also habe ich alles programmiert und Looper programmiert und alles wird halb mit den Füßen gesteuert und halb mit der Gitarre. Ich habe das am Anfang des Konzertes schon mal gezeigt. Hier unten, da sind meine ganzen, das hier ist ein Gerät, damit kann man 9 Looper steuern. Das sind so ein paar andere Soundgeräte und hinter mir steht noch ein Computer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Das sind die Sachen, die ich mit auf die Bühne nehme. Und gleich sample ich was von der Gitarre, was ich am Anfang spiele. Das kommt dann am Ende nochmal von automatisch. Ich glaube, es ist gut, wenn man diese Dinge erklärt, sonst denkt ihr, ich spiele Vollplayback und das wäre ja totale Kacke, sowas mache ich nicht. Ich spiele 3/4. Ich habe das alles selber gemacht. Ich darf das. Und bei dem Song interessant, wir hören am Anfang Ronald Reagan, der sich über die Berliner Mauer echauffiert. Weil Amerika hat ja keine Mauern, wie wir wissen. I know that over the years, many of you have seen the pictures and news clips of the wall that divides Berlin. But believe me, no American who sees firsthand can ever again take for granted his or her freedom. Yeah! Kirche an der Ecke, das Samt am Wegesrand, die grauen Reihenhäuser, der rosa Elefant, für jeden Scheiß Tabletten und gegen jeden auch, Elektrozigaretten und Schall und Warn und Rauch, die Dinge schmecken komisch und radioaktiv. Die resistenten Keime, die Geister, die ich rief. Du ritzt und rufst die Schuldigen für deine Depression. Fürs iPhone springen sie von den Dächern, doch es glänzt so schön. Reißt alles ab, brennt alles nieder. Die Revolution frisst ihre Kinder. Reißt alles ab, brennt alles nieder. Die Revolution hat Hunger, mein Sohn. Der Euro und der Dollar, die große deutsche Bank, die Neoliberale und ihr ruft Gott sei Dank. Und hinter jeder Ecke ein großer Topf aus Gold. Nur nicht zu lange gucken, sonst wirst du abgeholt. Reißt alles ab, brennt alles nieder. Die Revolution frisst ihre Kinder. Reißt alles ab, brennt alles nieder. Die Revolution hat Hunger, mein Sohn. Geburts-
Volksurkunde abgehakt, Abi-Zeugnis abgehakt, Uni-Abschluss abgehakt, Haus im Grünen abgehakt, AIDA-Kreuzfahrt abgehakt. Du warst nie im Puff, falls jemand fragt. Ich glaube nicht, dass noch was fehlt. Hey, warte doch, die Sterbeurkunde fehlte noch. Ich sehe in deine Augen, nur nicht in deinen Kopf. Ich hoffe, du bist bei mir, so wie man eben hofft. Wir müssen hier was ändern, solange es noch geht. Und Schuld an der Misere ist nur die AfD. Reißt alles ab, brennt alles nieder. Die Revolution frisst eure Kinder. Reißt alles ab, brennt alles nieder. Die Revolution hat Hunger, mein Sohn. Mark Kielmann an der virtuellen Trompete. Revolution.